Es war einmal ein Specht. Ja, so kann die Geschichte vom Borkenkäfer angehen. Die Geschichte vom Borkenkäfer. Und wie geht die Geschichte weiter? Ganz einfach. Der Specht ist zum Herrgott dafür geflogen. Hat er angeklopft und gesagt, Herrgott, ich bin jetzt da. Sagt der Herrgott, was? Warum? Gibt's ja nicht. Sagt er, bin ich schon vorgesehen? Sagt der Herrgott, was? Vorgesehen? Ja, sagt der Specht, ob ich schon vorgesehen bin zum Aussterben? Sagt der Herrgott, was? Aussterben? Ja, weil ich keine Nahrung mehr finde, sagt der Specht. Ja, sagt der Herrgott, dann muss ich jetzt direkt in mein Becher schauen, ob du schon vorgesehen bist, dass du schon ausstirbst. Macht er sein Bächle auf. Ein goldenes Bucher. Es muss ein Buntspecht gewesen sein. Ein Buntspecht. Ja, macht er auf, schaut rein. A. B. Find er nix. Sagt der Herrgott zum Specht. Stehst du drin? Buntspecht finde ich in meinem goldenen Bächle nicht. Sagt der Specht, jetzt haben wir ein Problem. Sagt der Herrgott, jetzt haben wir ein Problem. Bei Aussterben sollst du noch nicht. Also die nächsten 30 Jahre, da geht mein Bächel. Ich hätte dann mein Bächel auf, da habe ich nur ein paar Neue drin. Aber die nächsten 30 Jahre bist du noch nie vorgesehen, dass du ausstirbst. Der Specht sagt, ich hätte eine Idee. Der hat gesagt, her mit der Idee. Ideen haben willkommen bei uns da herumat. Dann hat der Specht gesagt, ganz einfach, Herrgott. Du musst ein Wesen erschaffen, das wir mir fressen können, wir Buntspechten. Dann haben wir wieder was zum Fressen, dann können wir weiterleben und sterben die nächsten 30 Jahre auf alle Fälle mal nicht aus. So. Und der Herrgott sich überlegt, ja, das ist eine gute Idee. Wirklich wahr. Ja, was frisst er du gern? Ja, so Käferl, Zeich und blablabla. Hat er ihm erzählt, was er gern macht, am Sonntag gern. Wisst ihr selber, was ich mein? Alles. Den ganzen Tag. Und die ganze Woche mache ich was anderes. Und einmal so ein Käferl. Und dann hat der Herrgott gesagt, ja, das sind ja alle so Käferl und Zeich, du. Dann braucht man ein Käferl. Und am besten so viel wie möglich, dass jetzt nur mehrer wird's. Weil es hat so schön, ich bin die anschaue, Buntspecht, du schaust aus, hat einen angeschaut von oben bis unten, du schaust aus, ja Wahnsinn. So ein schönes Wesen, wie du bist, da brauchen wir ein paar mehr. Ich lasse mir was einfallen. Ja gut, dann ist der Specht wieder runtergeflogen, ne? Lange Reise, Rucksack wieder rauf, zack, oben, außen, boom, runtergeflogen. Und hat Bericht in der Hauptversammlung von den Buntspechten. Ich bin aufgeflogen, ich hab mich angehört, ich hab eine Idee, ich werde was machen. So, und alle waren erleichtert. Besonders die Frau Spechten waren erleichtert. Ja. Die waren erleichtert. Ja, hat es ein paar Tage gedauert, ein paar Wochen. Ja, da kommt nichts. Specht ist ganz verrückt geworden. Jetzt kommt der Winter, wir müssen was fressen. Wir haben bloß nur ein paar. Ja. Dann auf einen Schlag fliegt er zu einem Baum wieder Specht und dann sagt er, was ist denn da drin? Und dann bist du so drinnen wegbeckelt, du weißt schon so, bist du so weg, dann ist so runtergefahren und hat gesagt, das ist. Warum fährt jetzt der Rinden auf einmal so leicht runter? Auf einen Schlag hat er gesehen, der hat eine Latte Larven. Dann hat der Käferl drin. Und Hunger habe ich gerade auch. Den probiere ich jetzt einmal. Und da hat er so hingepickt. Zitrusgeschmack. Da hat er ein paar mehr rein. Da. Der Specht. Ja, sowas Gutes habe ich noch nie gegessen. Und der ganze Mal hat er voll gemacht. Und der Achsel hat es auch noch reingeschrissen. Und ist umgeflogen. Zum Weiberl. Und hab gesagt, probier einmal, das habe ich ja noch nie erlebt. Also
noch zwei Mal probiert. Ja, Wahnsinn! Das ist ja, besser wie unter unser Sonntagsschmaus alleweil. Ja, wie hast du das gesehen? Ja, ich hab da hinpickt, hat uns Mandel gesagt, und da ist die Rinden, die Borken runtergefallen. Ganz leicht, da hab ich mich gar nicht anstrengen müssen. Und dann haben die dick und dick wie in der Speiskammer da oben. Hat uns Weibel gesagt, weißt du das noch vor ein paar Wochen? Bist du aufgeflogen? Oder war es sogar ein paar Monate her? Zum Hergott, und hast du dein Leid angetragen. Weißt du was? Das ist der Borkenkäfer. Weil die Borken so leicht runtergefallen sind, der nehmen wir Borkenkäfer. Das ist das beste Essen. Das haben wir jemals gehabt. Ja, Leute, so kann es gewesen sein. So kann es immer als gewesen sein. So kann der Borkenkäfer entstanden sein. Ja? Ist natürlich ein bisschen Fantasie dabei, braucht man nicht reden. Aber wenn keine Fantasie ist, kann nichts Neues entstehen. Wo solche Kahlflächen entstehen, also so Kahlschläge entstehen, muss man unbedingt wieder aufforsten. So, da gibt es zwei Möglichkeiten, die wisst ihr sowieso, die brauche ich euch nicht erzählen, ich sage es trotzdem, Naturverjüngung und aktive Wiederaufforstung. So, das sind die zwei Möglichkeiten. Ich bin ein Freund von der Naturverjüngung, aber manchmal hilft es nicht. Ja, manchmal hilft es nicht, dann muss man einfach ein paar Buschen reinhauen, wenn man sagt, man will ein bisschen was probieren, dass man was anderes herbringt. Ja, bei Fichten geht eh überall nur auf von der Naturverjüngung. Und wir wissen selber, ja, für unsere Generation hat es keine Zukunft. Vielleicht kommt es einmal wieder in einer robusteren Art, aber momentan schaut es schlecht aus. Also das heißt, einmal ein Laubbaum hin oder was man sich halt einbüllt, ne? Der Eicher oder vielleicht kommt eine Douglasie hin, da ist wieder die. Oder man macht heimische Baumarten, ja. Gibt es eine ganze Liste, eine ganze Litanei. So. Ich bin ein Freund von der Naturverjüngung. Wir leihen viel Fleckel liegen. Da kommt überall was. Wunderbar. Aber heuer ist einmal ein Fleck dran, den wollen wir abpflanzen. Weil wir da was ganz Spezielles probieren wollen. Kommen noch mehrere Videos dazu. Aber heute habe ich ein Problem, und zwar, wir müssen einen Zaun machen. Wir müssen einen Zaun machen um dieses Ding um, um diese Anpflanzung um, weil natürlich der Wilddruck bei uns da ist. Darum macht man einen Zaun um, aus, fertig, Amen. So, für den Zaun habe ich gar nichts. Kein Equipment. Bei uns da, in der Generation davor, ist noch nie ein Zaun gemacht worden. Ich will jetzt einen Zaun machen, also das heißt, ich muss von null anfangen. Pflücken habe ich schon gemacht, habe ein Sägewerk, da mache ich kein Video drüber, weil das wisst ihr selber. Pflücken runterschneiden, Spitzen und so weiter. So, Pflücken haben fertig, aber ein Zaun muss ich irgendwie runtergehen. Und da haben wir jetzt was überlegt, wie ich da so eine Maschine bauen kann. Und auf diese Reise, wie die Maschine entsteht, nehme ich euch jetzt mit. Jawohl! Das Zaunabrollgerät möchte ich selber bauen, und zwar aus Eisen. So, jetzt liegt da ein Holz da. Ganz einfach, weil ich mache einen Prototypen aus Holz, dass ich ungefähr sehe, ob meine Idee so funktioniert mit dem Abrollgerät. Was ich für den Prototypen brauche, das ist alles schon da. Also das sind jetzt da jeweils, sagen wir mal, 4 Meter lang 4x4 Hützeln. Zweimal und da ein paar Brädel. So, mehr brauche ich wahrscheinlich nicht für den Prototypen. Ich habe mir da einen Plan dafür gemacht. Da haben wir schon ein bisschen so Gedanken gemacht, wie das Ding funktionieren kann. Aber ich muss in der Praxis erst einmal probieren mit einem Holz. Ich baue das Gestell, ich baue das ganze Zeug zusammen, um zu sehen, ob es wirklich hinhaut. Und dann fange ich erst mit dem Eisen und dem Schmolzen an. So war jetzt mein Plan. Weil sonst ist das Eisen und das geschwollte Zeichen, das muss ja nicht sein, ist ein Haufen Arbeit. So. Aber weil wir einfach viel pflanzen müssen und das eine brutale Arbeit ist, das Zaun machen, ja, sicher mal 30 Meter, 40, 50 Meter am Stück ein Zaun aus. Und das ist dann eine Seite von Viereck. Drum haben wir gedacht, machst du das gleich gescheit, schwollst was zusammen, dann können wir die nach mir auch wieder hernehmen. Thank you.
So, ich bin mit dem Prototyp soweit fertig. Ich würde sagen, schauen wir uns so, wo ihr jetzt ausschaut. Also, Komponenten. Komponenten ist angefangen einmal die 2 Meter lange Stange, 4x4. Das ist die Stange, das ist die Aufnahmestange für den oberen Kopf und unteren Kopf, wo dann der Zau reinkommt zum Abrollen. Das ist die Aufnahmestange. Die Aufnahmestange, die hat da Aufnahme wiederum hinterer mit einem Gewindstangl, einem 10er Gewindstangl durch und das ist da draufgeschoben. Zwei so Hützel draufgeschoben, aufgefadelt. Der hier hinten ist dann der eigentliche, ja, wo der Mann steht, ja, die Mann oder die Frau, die wo das dann packt, da und da und dann zeigt und das Ding, sag ich mal, hinter sich herzeigt. So schaut das aus. Das ist jetzt bloß, das wird nicht so lang, das habe ich bloß gefunden, so eine Pressparplatten, dass ich die gescheit festmachen kann, weil es ein Prototyp. Bloß, dass das alles ein bisschen provisorisch fest ist. Das wird dann nicht da sein, weil es wird alles geschweißt. Zwei so Hützel, die Stange zum Halten, aber da will ich noch Griffe machen. Ja, das ist dann alles Feinarbeit, aber ist jetzt mal wurscht. Da gingen da die zwei Haxen runter, da und da. Und die haben dann da unten einen Winkel drauf. Da habe ich jetzt auch bloß Brädel hergeschraubt, dass ich da den Winkel sauber festmachen kann. Ja, da hinten sieht man es. Bloß außen drauf ein Brädel geschraubt, dass, weil das kostet nicht gescheit verschrauben, dass ich mal das testen kann, wiederum. So, also das heißt, das schaut dann von vorne so aus. Ja, so schaut das aus. Ja, genau. Und die zwei Achsen, auf die kommt dann da unten jeweils nur ein Radl drauf. Außen. Ja, außen drauf kommt dann das Radl. Das heißt, jetzt momentan ist noch nicht die echte Höhe. Die echte Höhe ist mit den Reifen drauf. Die haben ungefähr nur 10 cm drum die noch auf. Also das heißt, das Ding geht nur 10 cm in den Teich. Ja, so war jetzt einmal der Aufbau. Das Eisen habe ich erst angeschnitten. Zusammengeschweißt habe ich auch schon ein bisschen was. Ja, da liegt es am Tisch da. Und das, was jetzt da am Tisch da liegt, das möchte ich euch ein bisschen näher erklären, was ich mir dabei denkt habe. Und dann kommt das grande Finale. Dann machen wir noch weiter, Verheiratung und so weiter. Aber als allererstes erzähle ich euch ein bisschen was zu den Bauteilen, die wir jetzt da liegen. Als erstes haben wir da unser Hauptwagen. So habe ich es jetzt einmal genannt. Hat es ja gesehen, Prototyp, jetzt wisst ihr ungefähr, wo das drum da hinkommt, also ganz normaler Rahmen geschweißt. Da habe ich 4x4er, ja, Vierkantrohr ist innen hohl, zusammengeschweißt, da sauber im Winkel, da auch sauber im Winkel und da herunten hergeschweißt, sauber verschliffen, weil ich kann das aber überhaupt nicht leiden, wenn da jetzt außen die Schweißnette sind, weil die Kehlnette ist was anderes, die lasse ich meistens stehen, aber die Außen, die schleife ich aber sauber eben, weil das einfach ein viel schönes Gesicht hat. Und da oben habe ich das drauf geschweißt und da oben wieder zwei so Eisen mit Loch durchbohrt, da war halt, sag ich mal, der Hauptträger für den Zau da drinnen hängt. Dann habe ich da unten Gewindstange reingeschweißt, also habe ich Loch durchbohrt, dann habe ich eine Gewindstange genommen, 16er, habe ich, weil ich keinen 16er Eisenbohrer habe, habe ich da hinten ein bisschen Odraht, ja, einfach mit auf den Schleif, auf der Flex ein bisschen Odraht mit der Hand, dass ich da ein 13er Dicken habe vom Gewindstangel, ein 13er Loch gebohrt, durchbohrt, das Gewindstangel da reingesteckt und dann hinten festgeschweißt, ja, so wieder sauber verschliffen. Und dann innen noch angepunktet, ja, schon ein bisschen mehr wie ein Punkt, sag ich mal. Und dann halt das da drauf. Ja. Warum da auch 16er Gewindstange hier links und rechts? Das seht ihr jetzt dann gleich, weil das hat damit zu tun mit den Reifen, weil da habe ich solche Reifen, ja, die habe ich vom Schrottplatz. Das sind eigentlich, finde ich, gute Dinger, die haben halt schon runtergefahren, ist schon klar, die haben kein Rechtsprofil mehr drauf, aber die sind original. Reifen von einem elektrischen Rollstuhl. Die haben nicht gelagert. Das ist ein 16er Loch da drinnen. Luft geführt, also nichts Vollgummi, sondern mit einem Schlauch drinnen. Ja, ein Schrottplatz, alles rausgekommen. Zwei
davon. Ideal. Und die stecke ich da drauf. Ja, die werden da drauf gesteckt. Die rollen super gut. Das nächste Bauteil ist der Hauptträger. Der Hauptträger, der wo dann zwangsläufig der Zaun drauf abgerollt wird. Ja, da habe ich eigentlich den 2 Meter lang auch wieder ein Vierkant Rohrlauen. Unten einfach ein Blech geschweißt. Das hat einen ganz speziellen Grund hier unten, warum ich da das Blech geschweißt habe. Das sage ich euch gleich noch. Aber als allererst muss ich natürlich da, ja, da kann ich noch keinen Zaun rollen auf den einzelnen Stahl drauf. Dazu braucht man die Dinger da. Da habe ich die Dinger gebaut und das ist eigentlich der eigentliche Abroller vom Zaun. Und der kommt sozusagen da auf das drauf. Also der wird auf den Hauptträger drauf geschoben. Das ist jetzt ein 5er Vierkantrohr und das ist ein 4er Vierkantrohr. Das heißt, das kann man da um drauf schieben. Also ich habe einfach da so ein L geschweißt. Auf das 4er habe ich da sowas drauf gemacht. Ja, was ist jetzt das? Was ist jetzt das? Ja, ganz einfach. Und zwar ist das so ein Reifen. So ein Reifen. Da habe ich ein paar daheim, die sind auch von Schrottplatz, werden oft weggeschmissen. Habe ich ein paar daheim. Da habe ich mir gedacht, das war jetzt nicht einmal schlecht. Weil das, der herumhat, das ist gelachert und das ist ein belastbares Lacher. Also wenn man da reinschaut, innen rein, dann sieht man, dass das gelachert ist. Und das kann mit Seitenkräfte umgehen. Also das heißt, wenn man da seitliche drückt, dann wird das Lacher nicht kaputt, das ist dafür ausgelegt, weil wie gesagt, das sind ein Radl, die können auch Seitenkräfte ausgesetzt sein. Und die drehen sich halt, jetzt wenn sie gemacht sind, die drehen sich, die Reifen. Ja. So, jetzt habe ich das, den Reifen gesehen, habe mir gedacht, das ist ideal für meinen Abroller. Weil da habe ich so ein Eisen drauf, so einen Stempel, da wo ich weiterbauen kann. So, jetzt habe ich das Ding, das Radl runtergeschraubt. Ja, und dann bleibt eigentlich das übrig, was da drauf ist. Ja, da habe ich dann 2 Löcher durchbohrt. Ja, 2 Löcher. Und halt unten ein bisschen angeschnitten, dass es bündig ist. Und dann da hingeschrauft. Mit einem Abstand natürlich, sonst dreht sich das Lager nicht mehr. Dann sieht man auch, dass es aufsteht. Ja, und dann kann man das im Prinzip dran. Klar. Perfekt. Das ist nicht unbedingt leichtgängig, das Lager. Das war mir auch wichtig. Also wenn ich da so drehe, so, sollte sich das nicht groß nachdrehen. Das sollte schon ein bisschen einbremsen, weil wenn ich den Zaun anrolle, also vorne wie Nutzung wird, und das dreht sich gut, das Lager, dann überholt ich den Zaun. Das ist nicht gut fürs Anrollen, weil sonst kriegst du einen Zwirlei. Darum sollten die Lager eigentlich ideal, weil die laufen, so sollten die gehen. Also schon ein bisschen bremsen, ja, dass man eigentlich ein bisschen dagegen arbeiten wir. Also wenn man anzeigt, sollte das ein bisschen schwer gehen. Genau. So, das sind im Prinzip 2 so Abroller. Die kommen jetzt auf das 2 Meter Rohr drauf. Die werden einfach von oben drauf geschoben. Und darum habe ich da unten also ein Blech geschraubt, dass man einfach von oben einfädeln kann. Weil das fädelt von oben ein, noch bis unten runter. Dann der unterste steht dann da auf. Also muss ich keine Schrauben machen, nichts brauche ich nicht. Dann kommt der Zaun oben drauf. Und dann kommt der andere Abroller noch oben drauf. Fertigerweise schaut es dann so aus. Ich habe es jetzt mal drauf gesteckt. Unten ist er drauf. Und oben ist er drauf. Ja, das Wagel ist modular. Man kann jetzt das Wagel da hin tun oder auch nicht. Also das Ding kann man jetzt auch so nehmen und kann auch so abrollen. Dann im Endeffekt. Ja, da hält man es halt dann da. Da kann man auch abrollen. Also man braucht das nicht unbedingt das Wagel. Das war mir wichtig, dass man das frei hinstellen kann. Was nur zum Sagen ist, ich habe da durchbohrt, nicht ganz zentrisch, das ist aber total wurscht. Aus dem Grund habe ich da durchbohrt. Es ist unten nicht. Ja, sieht man da. Und zwar da durch das ganze Ding, oben durch das Eisen, dass oben da ein Loch ist. Das hat den Grund, weil ich will da durch eine Gewindstange machen. Nach oben dasse. Das steht dann da oben dasse. Und da oben drauf will ich ein Handradl machen. Ja, mit einem Knüppel.
wenn man dann so drehen kann, weil dann kann man das Ganze drum auch für einen Aufroller hernehmen. Also das heißt, das Ganze drum ist nicht bloß ein Abroller, sondern auch ein Aufroller. Das ist der Grund, warum das Loch da ist. Und wenn das nicht ganz zentrisch ist, das, ich habe einfach von meinem Werkzeug her, ist das einfach so. Ich habe eine Standbohrmaschine, also eine Bohrmaschine, wo in einen Steher eingemacht ist. Und das ist es genau, was ich hinbringe, weil ich habe nichts anderes. Ist aber nicht wichtig, weil es geht ja bloß darum, dass ich von oben dann ein Radl drauf machen kann, dass ich herunten das da mit dem Radl drehen lasse. Und dann kann man einen Zauer aufrollen. Das funktioniert hundertprozentig. Muss man alles probieren, aber wie gesagt, wenn man in so Assi baut, muss man auch irgendwann wieder zurückbauen. Ist es so? Und dann nehme ich das Ding dann auch her. Das ist eigentlich der Lebenszyklus von einem Zoo, der wird aufgebaut und wieder abgebaut. Der wird nicht bloß aufgebaut. Und darum brauchst du einen Abroller, der auch beides kann. Bloß abrollen hilft nichts. Gut Ding will Weile haben, haben sie früher aber gesagt und die haben recht gehabt. Nach ein paar Stunden. Endlich ist er fertiggestellt. Der Ab- und Aufwickler. Komplett Eigenentwicklung. Eigene Erfindung. Neue Erfindung. Fertig. So, im Hintergrund seht ihr schon. Ich erkläre euch ein bisschen, was er so auf sich hat. Ja. Schaut es euch an. Schaut er sehr ähnlich aus zum Prototyp, wenn wir im Video angefangen haben. Mein Holzprototyp. Ist doch sehr ähnlich, oder? Also, ich kann so viel sagen. Das Ding funktioniert brutal gut. Aber wie funktioniert es? Wie funktioniert es eigentlich genau? Wenn man dann so abwickeln will, dann muss man als allererstes den Auf- und Abwickler bestücken. Nimmt man sich einen Zau her, einen Zaurollen, eine frische, stülpt man es einfach unten auf die Pyramiden drauf, auf den Gleiter mit der Pyramiden. Dann sieht man schon, da habe ich den oberen Gleiter an Griff hingehängt. Habe ich extra so gemacht, dass ich meine Bucke mache, dass ich mit der einen Hand die Zaurollen halten kann und mit der anderen Hand ziehe ich den Gleiter oben vom Griff und stecke ihn oben einfach drauf. Auf unser Haupt. Vierkantrohr, und so 2 Meter lang. Schraube ich oben drauf, lasse ich runterfallen und schon ist der Zau fixiert und fällt nicht mehr raus. Und jetzt können wir loslegen mit dem Fährling vom Zau in Holztrast. Der Wagelbediener nimmt die 2 Griffe in die Hand und stellt seinen linken und rechten Fuß hinter das Radl hinten. Vorne der Abroller, also der Zauabroller, der wo dabei ist, der zweite Mann, der drückt Richtung Wagelbediener. Und zwar auf der oberen Hälfte vom Zau, Richtung Wagelbediener drückt er hin. Und dann zeigt der Wagelbediener natürlich an und versucht, das Gewicht über den Schwerpunkt zu bringen. Das ist am Anfang ein bisschen ein Hickhack. Da muss man sich ein bisschen überwinden, dass man wirklich hinzieht, weil man meint, das kommt dann entgegen. Aber wenn man es einmal gemacht hat, dann merkt man, aha, wenn man zurückzieht, dann rast der Hebel automatisch ein. Wenn nicht, kann man mit der linken Hand ein bisschen nachhelfen. Also der Wagelbediener kann ein bisschen nachhelfen. Und wenn der Hebel eingerast ist, dann kann nichts mehr passieren. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder man macht Brautzeit und eine Pause, oder man ist mit der Rollen fertig und muss eine neue bestücken. Wenn man fertig ist und muss eine neue bestücken, dann ist das Ding sowieso leer. Dann ist es ganz einfach, wenn man es bedient, zum Ansetzen. Und zwar einfach den rechten oder linken Fuß, das ist jetzt wurscht, tut der Wagelbediener an den Hauptträger hin, unten, und drückt den Hauptträger einfach mit dem Haxenfiri. Und zack, steht das Ding schon da. Jawohl! Wieder ein neues Projekt, ein neues Bauprojekt beendet. Ja. Hat mir brutal weitergeholfen. Erstens einmal habe ich wieder geschwollt. Ja, da kommst du rein, du brauchst eine Übung. Wenn du keine Übung hast, bist du ein Depp. Ja. Schwollen, Übung, alles mögliche, Konstruktion. Nächte überlegt, wie kann das funktionieren. Und zack, steht es da. Man muss bloß anfangen, Leute. Ich habe ein bisschen Werkzeugmaterial gebraucht. Das verlinke ich euch alles in der Videobeschreibung, wer es interessiert. Ob das Ding in der Praxis funktioniert, ob man damit wirklich einen Zau verlegen kann, das wird noch spannend. Und das ist ein Thema von einem vom nächsten Video. Nächsten Videos. Mal schauen. Wenn euch meine Videos gefallen, wie alle, bewertet es positiv. Und ganz wichtig, Kanal abonnieren. Weil sowas kommt noch öfters. Da habe ich schon ein bisschen was auf Lachen. Seid gespannt. Ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal aus dem Kronwelli. Jawohl. Habt ihr Ehre. Servus.